Ja, hallo, bei mir ist jetzt Sascha Ladurner. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist bei den Backend Talks der nächste Speaker. Nach der Pause geht's weiter. Und ja, du kommst von Quick Draw, bist aus der Medienszene, Medien, eigentlich Design, sehr viel und hast jetzt ein ganz neues Produkt herausgebracht mit deinem Unternehmen. Wie heißt das und was kann das? Ja, hallo. Also das neue Produkt heißt New Dress und ist ein spezielles Tool für Einpersonenunternehmer, Kleinstunternehmer, wo man denen schafft, für ganz wenig Geld komplett individuelles Corporate Design zu erstellen, indem man nämlich das Briefing-Verfahren, das normalerweise wahnsinnig aufwendig ist in diesem Agenturapparat und meistens sehr komplex abläuft und viel Zeit in Anspruch nimmt, standardisiert und quasi dem Auftraggeber selbstständig aufs Auge drückt. Und dadurch spart der sich aber wahnsinnig viel Kosten. Wir als Agentur sparen uns wahnsinnig viel Korrekturschleifen und damit sind wir möglich, in einem, um sehr wenig Geld für kleinste Unternehmen Auftritt zu schaffen, ein visuelles Erscheinungsbild zu schaffen, das sie darstellen lässt, dass wir ein Big Brand und das ist eigentlich unser Ziel. Spannende Geschichte. Jetzt habe ich gesehen auf der Homepage, diese vorgefertigten Dinge haben ja ganz witzige Namen. Ich glaube, da gibt es so irgendwie so den erzählst du ein bisschen genauer. Ich habe jetzt natürlich jetzt wieder die Namen vergessen, aber du magst uns das kurz erklären, ja, wie das funktioniert, nämlich mit diesen vorgefertigten Geschichten. Also wir bieten quasi drei verschiedene Module an. Das Produkt heißt New Dress und wir haben das also angelegt ein bisschen an eine moderne Schneiderei. Es kommt von dem, also wir wollen weg von der Stangenware hin zum Maßanzug und wir haben also so quasi das Basismodell Dandy. Das ist also ein 50-50 Produkt, da macht eben der Kunde quasi den Briefing-Prozess komplett selbstständig, schickt uns dann ein vorgefertigtes Briefing-Formular durch. Das ist relativ aufwendig für ihn eigentlich, das muss ich schon sagen. Das ist, sind ungefähr 16 Seiten. Wo wirklich, also das kommt aus dem Agenturwesen, wo wir eigentlich mit großen Unternehmen arbeiten und füllt das aber selber aus. Wir gehen das danach nochmal kurz mit ihm durch, wo Unklarheiten herrschen, stimmen das ab und dann arbeiten wir von da aus für ihrem Logo, Visitenkarten, was er halt dann braucht, Corporate Design. Die zweite Variante, das ist dann das Produkt Gentleman, ist ein bisschen aufwendiger, da gibt es dann schon die Sakko und die Westen noch dazu, sage ich mal. Ich habe zuerst wirklich gedacht, es geht um Kleidung. Ja. Nämlich das richtige Dress für den richtigen Unternehmer, weil das ist, könnte ja auch ein Thema sein. Das machen wir vielleicht dann im nächsten Schritt. Modeaffin sind wir. Wir haben also das zweite Modul, das ist dann ein Workshop-Modul, wo man dann hergeht. Wir machen diesen gesamten Briefing-Prozess innerhalb von einem Tag Workshop mit dem Kunden durch. Am Vormittag quasi ein bisschen ein Theorieteil, gehen am Nachmittag voll in die Kreativphase und am Abend geht der heim mit einem fixfertigen Logo, mit einem Corporate Design Stylesheet, mit einem Visitenkarten-Layout, was er eben braucht. Und also das ist dann 8 Stunden Arbeit, ziemlich intensiv. Das ist in einem Tag fertig? Ja, schaffen wir. Wir haben das mit Pilotkunden durchexerziert. Kostet Energie, beiden Seiten, aber es geht und es ist einfach schnell gemacht und alles, was schnell ist, kostet wenig Geld, weil Zeit ist Geld. Ja, ist eine coole Idee. Jetzt muss ich aber schon die Frage stellen, ihr seid ja schon ein sehr etabliertes Unternehmen mit Quick Draw, seid ihr ja schon lange in der Szene. Habt ihr zu wenig zu tun, weil ich habe gesehen, ihr macht Design, ihr macht Medien, ihr macht Corporate Publishing, Geschichten erzählen, das ist ja wirklich ein sehr rundum Paket der Agentur. Das war einfach eine coole Idee, oder wie? Wobei ich da schon sagen muss, da steckt ein klein wenig ein altruistischer Gedanke dahinter, weil ich habe ja auch klein angefangen. Also ich war das klassische EPU und ich weiß, was es heißt, sich durchzukämpfen am Markt. Und mein Ziel ist schon, jetzt, wo ich kann, ein bisschen was wieder zurückzugeben und das einfach zum Sagen, Schatz, nur weil ihr ein Personenunternehmen habt, müsst ihr nicht scheiße ausschauen. Es geht auch mit wenig Geld gut auszusehen und aus der Masse hervorzustechen und eine Brand zu schaffen. Ich muss nur wollen und ich muss mir einfach ein paar Ideen überlegen. Und das war die Idee dahinter. Und das ist jetzt nicht das, wo wir glauben, das ist jetzt der Wurf, mit dem wir dann unseren 5. Porsche kaufen, sage ich mal, sondern das ist einfach etwas, wo wir auch sagen, okay, damit wollen wir einfach Unternehmern eine Chance geben, sich in einem Bereich erfolgreich zu zeigen, der nicht immer ganz einfach war oder nicht immer ganz kostengünstig war. Und unser Ziel ist, es soll niemand scheitern, nur weil er sich nicht aus der Masse hervorheben kann. Das ist unser Ansatz.
Okay, da ein schöner Ansatz. Man hört es ein bisschen, du bist aus Tirol. Ja, stimmt. Aber sitzen tut sie nicht in Tirol? Nein, wir sitzen ganz in der Nähe vom Naschmarkt, mitten in Wien. Und wir sind zwar schon ein bisschen eine Tiroler Connection, also es sind drei Tiroler im Büro bei uns, aber wir haben Oberösterreicher, einen echten Favoriten mit dabei und also es ist bunt gemischt bei uns. Okay, sehr fein. Wie viele Leute? 6 momentan. Okay, spannend. Ich wünsche viel Erfolg mit New Dress und den Rest wirst du uns gleich erzählen in Kürze. Jawohl, mach ich. Danke.